Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tales of Zestiria. Ja, ich habe gedacht, okay, ich spreche hier den Part ab. Das kommt gut rüber. Und ja, dann bin ich hier nach draußen geportet. Also mich hat's hier nach draußen geschickt. Und es ist noch gar nichts passiert. Ihr habt nichts verpasst. Und ja, ihr seht keine Musik. Die Atmosphäre ist für uns, für meine Stimme. So, aber dann bin ich mal zum Speicherpunkt hingelaufen. Und habe gesehen, dass nur noch was ist. Die Straße nach Camlann. You're not worried about Alicia and the others? Not at all. Sergei and Lucas are with her. Our next destination is Alicia. Yeah. There should be a passage that leads to Camlann where Maltellus is waiting. What are we gonna tell Gramps? Let's just not tell him. Huh. Saray. There's no need. It's not like we'll never see him again. You're right. Let's do this. Ja, Alicia, Camlann wird dann dementsprechend, so wie ich letztes Mal gesagt habe, in der Ruine sein, wo die Tür geschlossen ist. Die Frage ist nur, wir haben eigentlich noch ein paar Sachen zu machen. Das heißt, wir müssten eigentlich noch in die Cliffid-Senke gehen, weil da ja noch eine Ruine offen ist. Oh, ich kann sogar porten. Sehr gut. Highland Außenposten ist, glaube ich, näher. Gehen wir mal dahin. Also auf jeden Fall gibt es da die Ruine noch. Es sollte dementsprechend noch irgendwas geben hier in diesem Gebiet. Wir haben jetzt natürlich alles angeschaut. Hier kommen wir immer noch nicht durch. Oh, ein Ausrufezeichen. Sehr schön. So, kann ich hier passieren? Dort vorne gab es einen Unfall mit zwei Wagen. Bitte sucht einen anderen Weg, bis die Straße wieder frei ist. Ja, bitte. Ich sehe nichts. Ich kann doch hier vorbei. Okay, wo haben wir das Ausrufezeichen? Ganz hinten? Wir müssten aber noch hier in diese Ruine reinlaufen. Das wäre eigentlich hier auf dem Weg. Ich hätte gedacht, ich müsste nach oben gehen, wo es gesperrt ist, aber... Oh Gott, jetzt kommt die Musik immer hier. Ah, ich liebe es. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie ich das Zeug hier geschnitten habe. Es hat irgendwie voll gepasst. Ich habe es eigentlich anders machen wollen, aber dann habe ich gedacht, okay, die Länge ist okay. Das war das ganze Lied. Oh, zwei Sachen auf einmal, okay. Ja, ich wollte es eigentlich spezieller zuschneiden, aber von der Länge war es gerade praktisch. Und bei den einzelnen Szenen war die Musik gerade so episch, das war einfach nur geil. So, wir müssen diese Ruine hier noch erkundigen, da unten sollte vielleicht eventuell noch ein Alien auf uns warten, um geläutert zu werden. Und hier auf der Cliffid-Senke sollte auch noch etwas sein. Wo sind wir denn hier? Überreste von Merchior. Untergrund 1, so, wie können wir denn hier... Wieso sollten wir da durch? Da ist ja alles kaputt. Da kommen wir nicht weiter. So, dann gehen wir mal hier lang. Da ist doch eine Sackgasse. Genau, Sackgasse sind gut. Die habe ich immer gerne. Da sind noch ein paar Särge. Kann man die prüfen oder sonst irgendwas? Nein. Ja, ich weiß, wir könnten das Spiel jetzt eigentlich zu Ende machen. Aber es gibt da noch solche Sachen, die wir noch machen können. Ich habe eine gewisse schlechte Nachricht über das Spiel, das ist Ednas Bruder. Ich nehme jetzt mal an, wenn wir Heldalf töten, ist das Spiel vorbei. Und Ednas Bruder wollten wir schon mal herausfordern, haben dann gesehen, dass es Stufe 64 ist. Und 64 ist eventuell schon ein bisschen hoch für meinen Geschmack. Ich bin jetzt 51. Und 64 ist dementsprechend schon ein bisschen mehr. Ich weiß jetzt einfach nicht, ob ich den wirklich schaffen werde, ohne dass ich so ein hohes Level habe, aber... Heldalf hat ja eigentlich auch nur Stufe 64, na, für das mal gekommen. Heldalf war ja letztes Mal auch 64, aber ich schätze mal, er hat sich zurückgehalten, weil er uns ja nicht töten wollte. Er wollte uns eigentlich überreden, mit ihm mitzuziehen. Aber er hat es dementsprechend nicht geschafft. Aber wir sind ein guter Hirte. Schaffen das. Ja. Die Frage ist jetzt immer noch, ist Saray jetzt der Sohn des Hirten? Super, was? Super Beschleunigungsstiefel. Das ist ein bisschen zu viel. Ja, die Frage ist jetzt nur, ist der Saray der Sohn des Hirten oder ist es Miklion? Haben wir ja letztes Mal noch gesehen beim Monolithen. Aber ich bin mir nicht sicher, wer jetzt von beiden der Sohn des Hirte war. Ja, ich weiß nicht, ob ich... Es wird sicher einen schönen Dialog noch getriggert, wenn ich Ednas Bruder erlösen könnte von seinem Leib.
leiden, aber ich schaff den doch nicht. Und wegen der Kinder bin ich mir auch nicht sicher, ob ich da jetzt irgendwas verpasst habe, weil es gibt nichts mehr. Was sagst du überhaupt noch? Ah! Oh, sehr gut. Okay, wir haben noch was Neues. Als erstes müssen wir nach Elysia. Genau, von dort soll es einen Weg nach Camlann geben, wo sich Martellus und Heldorf aufhalten. Warum wissen sie, dass Heldorf auch da ist? Immer noch nicht zu den Verbrecherkindern? Genau genommen kam ein Signal von Rush. Er scheint etwas Wichtiges entdeckt zu haben. Er ist drüben in Highland. Willst du ihn abfangen, wenn er dort ist? Wo ich glaube, treffen wir ihn bestimmt in der Nähe des Falkenwindhangs. Okay. Ah, da machen wir das aber noch. Oh, Moment. Ich musste noch... So. Wo sollen wir nach diesem Katzkorn suchen, Corner? Suchen. Es heißt doch Katzkorner, oder? Suchen wir ein Kätzchen und bitten es, uns den Weg zu weisen. Tut mir leid, ich bin keine Hilfe. Nein, nicht wirklich. Wir müssen alles über die Medusa-Helions erfahren. Das Heimatdorf der drei Schwestern soll ja irgendwo tief in der Glyphezinke sein. Vielleicht finden wir dort etwas. Ja, da waren wir letztes Mal da, aber es war nichts. Da draußen gibt es eine Menge harter Helions. Ja, und Menschen können sich nicht einmal sehen. Gute Informationen sind also echt schwer zu kriegen. Ich glaube, dass Seraphim die beste Quelle sind. Da waren welche auf der großen Camelot-Brücke, aber interessiert? Ah, das sind die zwei Geliebten, genau, da gibt's auch noch was. Moment, nee, da ist ja eine gestorben letztes Mal, oder gefangen genommen? Ach so! Ach so, zuerst machen wir mal das hier mit, das mit dem Tiegel, ob es in Ordnung war, Maven in Lochrin zu begraben? Ich finde das einfach perfekt. Der Typ war früher ständig in Lochrin. Ich bin sicher, dass er dort seine beste Freunde lebten. Wenn wir mit den Menschen in Lochrin sprechen, können sie uns bestimmt viel Interessantes über den alten Mann erzählen. Was meinst du? Da müssen wir auch noch hin. Ja, so, jetzt ist mir klar. In der Camelot... Ne, Camelot-Brücke? Okay. Als wir Heldalf bezwangen und er das kleine Püppchen hier getötet hat, da waren ja zwei Verliebten und... Die waren dann ja hier in der Wüste. Das waren, glaube ich, die zwei. Und wir hatten da mit ihr gesprochen und sie hat ja gesagt, sie haben ihn entführt, seinen Geliebten. Und der schlaue Ted hat's rausgefunden. Dieser Geliebte von ihr war schlussendlich dann der Drache, der uns töten wollte. Oh Mann, bin ich gut. Rätsel gelöst. X-Faktor, das Unfassbare. Ja. Ah, dann ist das... Ach, okay. Sie haben ja gesagt, sie haben ihn hier festgehalten. Darum wusste das kleine Mädchen, dass es eine Überraschung gibt für uns. Und das war der Drache. Okay, alles klar. Oh, super. Und soll ich jetzt schon... Zurückgelassen das Kaufmannsware. Im Helium-Versteck. Well, that's unpleasant. Quite. Did someone forget something here? Oh, how should I... Saray, look around you. What do you see? Well, it looks like a slime hellion lair, so... Oh! Yep. The owner of this junk got gobbled up. But why did they leave this stuff untouched? Picky eaters, no doubt. You joke, but there may be some truth to it. Slime hellions are a mass of ego and greed, after all. No time to mourn the departed. Don't forget, we're also here in their lair. You don't want to blink and find yourself staring at the inside of a slime stomach. You're right. I'll be careful. I bet you'd make an attractive morsel, Zavid. The slimes would barely have anything to spit out. I get that a lot. Zavid, you're only an egg or two away from being a delicious omelet. Okay, dann ist wohl gefressen worden, aber von welchen Schleimen? Ich sehe keine. Natürlich, Hallika-Trank. Tut mir leid, ich bin eine Memme. Yeah. Aber es geht auf jeden Fall ein bisschen schneller. Übrigens von Merchior. Und da kommt zwei... Oh, Moment. Das ist der nicht richtige Weg. Gut. Gehen wir mal hier weiter. Und schauen uns mal diesen Abteil an, der Ruine. So, da ist nichts. Da ist ein kleiner Weg nach oben. Aber wir haben nichts gesehen auf diesem Weg. Darum gehen wir hier entlang. Und da ist noch ein Käfig. Ja, da war wirklich nichts. Und da oben auch nicht. Gut. Gehen wir noch da rein. So. So. Ah, sie könnten Saray nie fangen. Außer sie haben so Seestein.
Gitter, damit er seine Kräfte verliert. One Piece, yeah! Habe ich die neue Folge heute, also ja, heute Sonntag auch schon gesehen. Es geht langsam wieder vorwärts. Wir gehen jetzt mal wieder zu Sanji und, ja, zu Sanji, Chopper, Brook, Nami und das halt. Jetzt sehen wir mal ein bisschen mehr über, oh Moment, war ich jetzt? Ja, ich war da oben. Schon wieder vergessen. Nein, da vergesse ich jetzt nicht. War da? Nee. Kann ich vielleicht noch was prüfen? Was sehr gut. Nö. Haben wir eigentlich schon mal getan, aber boah. Ich müsste da mal irgendwann mal schauen, wie viele Normen ich habe. Wie viele Sachen ich geprüft habe. Ob ich das alles eigentlich schon habe, bevor ich mich mit Helldalf messe. Das könnte dann dementsprechend schon ein bisschen länger gehen. Okay, wo sollen wir denn hin? Ich glaube, wir gehen mal dahin. Mal hier nach oben gehen und ja, dann, ich schätze mal, da wird der Raum sein, der einfach leer war. Und ich schätze mal, da wird der böse Alien auf uns warten. Und? Nein, wir sind immer noch nicht da. Was sind wir denn jetzt? Überreste von Melchior und Rund 2. Sind wir schon wieder bei einem anderen Ort? Oh Gott. Moment, da waren wir vorher. Gut. Da waren wir vorher. Auf der anderen Seite und... Moment. Ja, da kommt man nicht weiter. Nicht, dass ich da noch was verpasse. Aber so, wie es aussieht bis jetzt, habe ich einen guten Riecher dazu, dass ich es noch gesehen habe. Oder nicht? Bis jetzt. Mal schauen, wie das beim Ende dieses Partes auf sich kommt. Ja, letzte Zeit sind die Parts ein bisschen länger gegangen, tut mir leid, aber das Ende des Spiels ist halt so, dass man das Zeug halt zusammenkratzen muss und ich bin, ja, da geht's halt ein bisschen länger, aber ich nehme an, ihr habt Verständnis dafür und habt sowieso Freude daran, wenn es ein bisschen länger geht. So, rote Kamille. Jetzt haben wir, wo sollen wir rein? Gehen wir mal da durch. Nein, da waren wir noch nie da oben. Dann gehen wir mal schauen. Haben wir hier was Interessantes? Wo sind wir denn jetzt? Wir sind. Okay, alles klar. Was haben wir da? Melonengummi. Noch ein anderes Gummi? Photonenstrahl. Alles so neue Sachen. Das ist super. Zum Glück ist es nicht irgendwie. Oh. Hello, buddy. Hast du noch ausgerüstet mit offener Fertigkeit? Ich kann sie nicht hübsch herrichten. Was bist denn du für einer? Aqua. Er ist Aqua. Ja, okay, Aqua. Ich schätze mal, das sollte ich an Zuri, Miklion geben. Drachenschwanz, da geht das einfach da. So. Und damit ist dir erstmal geholfen. Wenn du mehr brauchst, dann rufe ich zum Herrscher des Landes. Ui! Und weg ist er. Oh, das habe ich schon lange nicht mehr machen können. So mit Normen so. Aber ja, ich kann es wieder. Super. Schon wieder 70 Fusionspunkte, oh Gott. Lass mal eine Pause ein. Ich muss jetzt eben noch... Oh, Moment mal. Mit dem Titelzeug habe ich schon sehr viel gehabt. Maybe. Okay. Ah, genau. Das ist das Maximum. Das ist nicht gut. Ich habe jetzt 2 auf Maximum, ne? Genau. Strudel. Alles Strudel. Fokus plus 4. Arteangriff plus 4. Arteangriff plus... Verteidigung plus 12. Seelenverwandter. Auch wenn er anders ist, so wurde er doch mit denselben Traum groß. Ein Titel, der das Potenzial für Menschen und Seraphen zeigt. Boah. Gibt anscheinend doch Sachen. Herrenschuhe, die nur durch das Opfer zahlloser Menschen ermöglicht wurde. Aber ich... Nee, das Zeug lese ich jetzt nicht einfach alles nochmal vor. So, wo haben wir noch was? Maximum? Gar nichts. Gut. Können wir weitermachen. Will diese Ruine sicher noch fertig haben und vielleicht eventuell noch zu den heiligen Schwestern. Jetzt muss ich runter. Ja, jetzt muss ich runter. Das mit den heiligen Schwestern will ich eigentlich auch noch in diesen Part reinpacken. Oder sollten wir? Ich weiß nicht. Speicherpunkt. Jetzt geht's los. Ich glaube, da hinten ist ja das böse Alien. Da ist nichts, das ist ein Speicherpunkt. So, okay, ich werde euch hier schnell speichern, bis gleich. Wir müssen die Treppe runter. Wir haben
vorhin gehört, dass es viele Schleime gibt. Könnte es sein, dass das ein Schleimhelion ist? Natürlich. Surprise. Okay, aber... Oh mein Gott. Das sieht übelst aus. Es gibt noch so einen bösen Helion, der sollte eigentlich so auf die Stufe 80 zugehen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, wo das sein könnte. Oh, da ist noch ein Versteck. Schauen wir uns da... hallo? Hör auf damit. So, noch mal. So, fuck. Gut. Wir müssen den Helion nicht mal besiegen, damit wir da durchkommen. Klebriges Zeug. In einer goldenen Schatzkiste. Echt jetzt? 8800 Gold ist ja besser. 8500 Gold. Oh, sehr schön. Moment mal. Da drüben ist auch noch so ein leerer Raum. Hier können wir auch noch schnell abackern. Ich hoffe mal, das ist nicht allzu stark, damit wir das schnell hinter uns kriegen. Monokill. Oh. Ich bin mir nicht sicher, wie wir die Kleidung bekommen von Zoray. Eigentlich sollte er noch ein paar andere Sachen haben. Es ist ein Schleim. Wir versuchen es mit Feuer. Ein Mensch will... Oh Gott. 51. Oh, keine Schwäche. Anfällig körperlich. Oh mein Gott. Das kann jetzt eine Weile dauern. So. Ich werde das beschleunigende Musik einfügen. Wir sehen uns dann wieder. Bis gleich. Well, meter could mean anything. I don't want none of it. You're pretty mature, Rose. Coming from you, I'm not sure how to take that. What now, Edna? And you're such a kid. You're such a kid, oh? Ja, Levelaufstieg. Sehr gut. Anomale Kugeln. Haben wir immer noch nicht alle, war ja auch klar. So. Ich würde mal sagen, ich werde mich jetzt darauf begeben, hier wieder rauszukommen. Wir sehen uns außerhalb der Ruine wieder. So. Ich habe mich geportet. Bin Cheater. Nein, ich darf das. So, gut. Als erstes müssen wir nach Lüscher. Oh, Verbrecherkinder. Ja, jawohl. Okay, haben wir. Mega harte Helions. Okay. Ja, der nächste Schritt ist eigentlich hier noch ein bisschen zu erkundigen und dementsprechend vielleicht noch auf den Weg machen zum Dorf. Oh mein Gott, das ist der starke Helion. Anscheinend schon. Ansonsten hätte ich eigentlich den nicht gesehen. Oh Gott, schon wieder ein starker Helion. Und das sieht so aus, als wäre er ein Jungdrache. So wie er ausgesehen hat. Und ich schätze mal... Könnte sein, dass es nicht der einzige ist. Ich habe gehört, man kann hier gut trainieren, aber... Bis jetzt sehe ich nur einer. Ich will... Oh, die epische Schlacht gegen den Drachen. Die werde ich nie vergessen. Sie war nicht schwierig, aber cool. Ja. Also schwierig war sie wirklich nicht. Oh, Moment mal, wir haben ein Item bekommen, die Reinkarnation. Das sollte es bei wichtigen Items sein. Reinkarnation. Schauen wir mal. Wo könnte das denn jetzt sein? Drachenreinkarnationskugel gleicht die Kraft des selbstheilenden Artes des Drachen. Lichtverstärkung wieder aus. Ansonsten gar nichts. Okay, war nicht allzu interessant. Ist kein Dark Souls halt. Alle Heilmittel wegwerfen. Wenn wir es schon nicht brauchen, dann wegwerfen die Ware. So, da wäre ein böses Helion. Ich will den jetzt eigentlich gar nicht bekämpfen. Eigentlich. Ich will doch nur dieses Zeug hier sehen. Och man, ich hasse die Musik. Ich versuche immer irgendwas zu reimen, was dazu passt, aber... Okay, der sieht hart aus.
find's schade, dass man das Zeug nicht sieht. Wie stark das ist und so. Oh. Okay, voller Lebenspunkt. Das ist schon mal... Ich warte noch ein bisschen. Jetzt. So, versuchen wir es. Drachenzauberer. Okay, Level 39. Ja, 49. Okay. Der andere war stärker. A dragon warlock hellion. Seraphim, who succumbed to resentment, turn into this type of hellion. Deep resentment. Let's do this later. We gotta focus or we'll get crushed. Mir kommt jetzt gerade in den Sinn, dass wir schon mal einen Gegner gehabt haben, der so aussah. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wessen Hellion das war. Also, in welcher Story oder so. Oder verwechsel ich das jetzt gerade mit dem Normen? Ach du Kacker. Was soll das? Heilung bitte. So. Oh mein Gott, der macht Schaden. Was hat er denn getan? Hat er da irgendwie... Moment, hast du überhaupt... Nein, keine Schwäche. Anfällig auf Artis. Okay. Hör auf, sie anzugreifen. Der ist böse. Der kann verdammt viel Schaden austeilen, wenn er will. Aber ich auch. Er braucht einfach ein bisschen zu lange, um das Zeug hier zu tricken. Nein, warum? Oh, Moment. Vielleicht kann ich sie noch heilen, bevor sie weggeht. Trank des Lebens. Genau. Nicht dein Ernst, oder? Jetzt kann ich wieder warten, damit sie ihre blöden Punkte bekommen. Was soll die Kacke? Kacke! Was soll das? Nein, ich will das nicht. Geh mal weg hier. Was soll das? Ah, okay, sie lebt ja wieder. Aber ich weiß nicht mehr. Moment, ich brauche einen Melonengummi. Ne, Moment. Das ist ja ganz schlecht. Ein medizinisches Gummi, das bei Verwendung im Kampf die maximale KP eines Verbündeten um 30% erhöht. Ach so. Ich hätte jetzt gedacht... Oh, Moment. Ich versuche jetzt das mal auf ihr. Also, der kann schon Schaden austeilen, wenn er will. Das ist ja übelst. Ich will das nicht. Leben alle wieder? Nö. Also... Es sind sehr viele tot. Aber sie leben beide fast schon wieder. Oh, Mann. Ach so. Gut. Wieder heilen. Ich will, dass alle die... Das war der Falsche. Das war der Falsche. Scheiße. Sie ist tot. Bitte dich. Bitte überlebe doch. Traumgummi ist doch besser. Genau. Traumgummi. Take this. Wie viel hat er überhaupt noch? 2500. Also sie leben fast wieder. Boah. Mann, der teilt aus, ey. Boah. Lass doch aufhören damit. Okay. Okay, es leben alle wieder. Haut rein, Leute. Ich hätte schon lange nicht mehr so viel Spaß. Ja, ich nicht. Es war... Levelaufstieg. Genau, das wollt ihr sehen. Dann mal eine Kugel erhalten. Phew. It might not have been as strong as a dragon, but you could have fooled me. A dragon? Something bothering you? Yeah, I guess. It felt like that hellion resented us somehow. Really? Just a gut feeling. Huh. I wonder. Hellions are just like that. It's purified now, wherever it is. It's probably feeling great. I hope so. Hm. Ich hätte jetzt gedacht, sollte das ein Zeichen sein, dass wir alle anomale Kugeln haben, aber so wie es aussieht, nicht. Mein Hals. Wie viele fehlen uns denn noch? Moment mal. Objekte. Die sind ja auf einen Stapel gestapelt. Hm, wo haben wir sie? Die anomale Kugel. Da. Erst 28. Boah, da fehlen uns ja noch 8. Aber wo könnten die denn sein? Weil der wurde ja nicht in der Karte gezeigt. Oder doch, aber er ist immer noch hier. Das heißt, diese X'e, die gehen nicht weg, wenn sie tot sind. Leider. Das ist doof. Aber die Musik ist cool. Ich kann es immer wieder sagen.
Das ist ein Gebiet, wo man sehr gut leveln kann anscheinend. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das... Ja, habe ich schon. Okay. Alle Monolithen habe ich auch noch nicht gefunden, aber... Das sind solche Sachen, die ich dann... Hallo? Das war die, genau. Kann ich vielleicht... Nein. Das war die... Ihr Geliebter war zum Drachen geworden, weil er böse war. Also er wurde ja entführt und musste das alles ertragen und das war zu viel und wurde zum Drachen. Zum Glück sie nicht und ansonsten hätten wir zwei Drachen auf einem Schlachtfeld gehabt. Oh mein Gott, das wäre ein Massaker gewesen. So, also da unten muss ich sicher nicht durch. Da sind wir jetzt schon ein paar Mal gewesen. Aber mal schauen. Hallo? Da gibt es nichts Neues. Okay. Dann gehen wir mal wieder weiter hoch. Das ist ja der Turtles. Oder? Nein, das ist das Dorf. Ja. Oder? Nein. Hä? Dorf? Nein. Soldaten. Was haben die denn noch für eine Quest? Oh, Shepard. What brings you all the way out here? I'd ask the same. Is something the matter out here? We are part of the joint border guard between Highland and Rowlands. But we spotted a village that's not on the map. We were about to go investigate. Hmm. Would it be all right if we handled the investigation instead? Good call. If it turns out those two are actually back. I'm not sure I take your meaning. There's a high chance you might encounter danger there that only the Shepherd could handle. But... Please. I'm worried for everyone. Understood. Ah, die werden aufgebrochen. Wir werden unsere Aufzeichnungen zu diesem Gebiet erneut prüfen. Ja, solltet ihr. Wir werden hier warten. Bitte seid vorsichtig. Ja, na klar. Komm schon, da packen wir. Ich schätze jetzt mal, sie sind auch wieder stärker geworden. Einfach so. Haben nichts gemacht. Einfach, wow, ich bin jetzt da. Ich bin jetzt ein bisschen stärker geworden. Und warum habe ich den Speicherpunkt hier nicht? Habe ich schon letztes Mal geholt. Oh. Oh, nein, das ist einfach Gebäude. So, ich speichere mal zuerst, bevor ich hier reingehe. Bis gleich. Okay, so. Wir haben noch gesehen, dass mit Rose noch was ist. Ein Dorf, das nicht auf der Karte angezeichnet ist. Die Kardinalin und ihre Schwestern müssen dort aufgewachsen sein. Halte nach etwas Unheimliches Ausschau. Ja, ja, ja. Gleiche Menge hatte Helions. Oh, ist in Ordnung war. Jawohl, jawohl, okay. Schauen wir mal. Ah, jetzt geht die Musik wieder weg. Oh, es sind wirklich zwei. Das sind die zwei. There's something there. And there's two of them. Das sind zwei. Ich habe doch schon genügend Probleme mit einem und jetzt kommen zwei. Zack! Okay. Okay, wir müssen beide bekämpfen. Oh mein Gott. 45? Immerhin nicht allzu hoch, würde ich jetzt mal sagen. Aber trotzdem. Zwei Leute auf einmal. So they are the Cardinal Sisters. We can't beat them if we can't stand against petrification. Ich wollte eigentlich amortisieren, aber ich habe gemerkt, ich habe zu wenig SA-Punkte. Ah, jetzt könnte ich. Ups. Nein! Rose stirbt ja schon wieder fast. Warum? Ich konnte sie nicht. Scheiße. Was mache ich denn? Warum ist die jetzt schon wieder... Das ist doch die allerhöchste... Amortisieren, bitte. Hallo? Jetzt, genau, gut. Ich hoffe mal, die bleiben jetzt in der Amortisierungsposition. Dann müsste... Kann man, glaube ich, nicht versteinert werden. Ich weiß es nicht genau. Ich hoffe es jetzt mal. Oh mein Gott. Ist eine kaputt? Oh. Warum ist sie schon kaputt? War die schlechter? Weil ich habe eigentlich immer auf diese rumgeballert. Okay, da würde ich jetzt mal sagen, das ist langsam vorbei. Ich muss, glaube ich, mal ein bisschen SK-Punkte haben, bitte. Fokus Angriff. Oh, so viele Aliens in diesem Part, das ist unglaublich.
Warum stirbt die nicht, bitte? Oh mein Gott. Gib endlich auf, bitte, mein Mäuschen. Weil ich so wenig Schaden mache, vielleicht. Ja. So, mal blocken. So, jetzt ist Feierabend. Komm her. Echt jetzt? Oh Mann, endlich. Levelaufstieg für Edna. Mehr nicht? Good work. You too. Shepard, what was that? Who are these women? They collapsed. Please, take care of them. Will do. Most likely they fell victim to the sleeping sickness. Sickness? We consulted older records pertaining to this area. It turns out there was a village here called Fortin that was wiped out 20 years ago. The records indicate that everyone in the village caught an illness that made them lethargic and constantly sleepy. As if they were trapped by the illusions men call dreams. Saray, do you think? Ja, ich schätze Nimbus. Was ist Nimbus? Ich schätze mal, das war wieder mal die kleine von Heldalf. Hat so irgendwelche Illusionen gemacht. Aber wir haben eine neue Mode. Mal schauen. Der weiße Hasenohren. Ach so, Moment mal, wir haben noch mehr. Therapie, Haarsträhne, Verstreuhörne, Hacknoten. Wir haben eine Teufelsschwanz-Monokol. Was hat sich jetzt geändert? Ach so, die Brille, wow. Monokel. Haben wir jetzt angesehen? Ah, Nimbus. Okay, warum nicht, oder? Oh man, diese Sachen. Teufelsschwanz. Teufelsflügel, Sieberschwanz, Teufelsschwanz. Ja, also ein bisschen wenig, würde ich jetzt mal sagen. Hirtenkleidung, Prüfung. Was ist denn da anders? Nein, so. Was ist denn der Unterschied zwischen Hirtenkleidung? Der legendäre Hirtenmantel aus Federn ändert die Musik während des Kampfes. Das alles? Echt jetzt? Wir können es ja mal ausprobieren. Die Platinritter werden diese Frauen unter ihrem Schutz nehmen. Bitte überlass den Rest uns. Das wäre so gewesen. Die Highland-Soldaten werden diese Frauen zum Schutz nehmen. Nein, die Rowland-Soldaten werden diese Frauen zum Schutz nehmen. Nein, nein, nein. Okay, Moment, da war ja Speicherpunkt, vielleicht kommt noch was. Ah, Schicksal. It's just such a pity. Was it fate that the Cardinal and her sisters all had to choose between death and a life that would turn them into Hellions? Well, there is such a thing as destiny in this world. But I don't want to believe that everything that happens is predetermined. I've never really put much stock in destiny. Everyone lives on the razor's edge between light and darkness. You never know which way they'll fall. It just so happened that all three sisters fell on the side of darkness and became Hellions. That's all. Can you choose which side you fall on? Yeah. It's your own life, after all. Saray. Yeah. Rose has the right idea. So. Sagt sie noch was dazu? Verbrecherkinder? Nein. Okay, dann haben wir das abgeschlossen. Cool. Yes, we can. Finish the game. So, jetzt hatten wir 52. 53? Hey, es fehlen ja eigentlich nur noch 11 Levels. Und da ich Donnerstag und Freitag frei habe, und Party schon aufgenommen bis Donnerstag, könnte es sein, dass wir den Drachen vielleicht doch noch besiegen. Indem ich noch ein bisschen levele in diesem Gebiet mit schöner Musik. So geil. So. Konzentration. Hier sollte doch irgendwas noch sein. Irgendetwas. Einfach so. Vor die Füße geworfen. Ah, da war die erste Schlacht, nehme ich jetzt mal. Wir sind von hier unten gekommen. Da sollte es gesperrt sein. Umfall und so, weißt du? Wo ist denn jetzt eigentlich der Turtles hin? Der Turtles ist nicht mal hier. Aber Kisten sind da.
Immerhin etwas. So, Safran. Das Zeug muss ich auch nochmal verbrauchen, bevor ich mich hält auf Messe. Reisende Fluten. Reisende Fluten, okay. Eigentlich müsste das ja Edna tragen. Solchen Stab. Wir haben ja herausgefunden, dass man immer das Gegenteil des Elements nehmen muss als Waffe, damit man ein bisschen mehr Schaden macht, aber... Der Sinn dahinter habe ich noch nie verstanden, aber... Ja... Also hier sollte es um einen Unfall gegeben haben. Mit zwei Karren. Sieht aber nicht danach aus. Er hat mich angelogen. Immer diese Anlügerei. Und haben sie schon aufgeräumt? Könnte ja sein. Könnte ja sein. Auf jeden Fall gab es da oben nicht allzu viel. Ich sehe mir noch eine Mimik. Nein. Elfenkrone. Okay, so. Was bleibt uns noch übrig? Sicher mal die Tiger nochmal durchackern, damit wir endlich diesen Dialog wegkriegen. Dann haben wir noch das mit Katzkorne. Und Verbrecherkinder. Und da draußen gibt es eine Menge harte Hillians. Achso, da müssen wir noch zur großen Camelot-Brücke. Ja, aber das beim nächsten Mal. So, ich würde mal sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns noch ein bisschen da um, was sie da drin hat. Und das mit dem Tiegel werde ich vielleicht dann eventuell ein Video machen, wo ich nur die Tiegels durchackere mit Musik, schöner Musik, ja. Und dann sehen wir halt, ob das Zeug dann weggeht oder nicht. Ja, und da müssen wir nochmal zu lockern. So, wir haben noch sehr viel zu tun. Das auf jeden Fall, das finde ich gut. Oder irgendwie auch nicht, aber trotzdem, ich finde es gut. Das Spiel soll meines Wissens nie enden. So, auf jeden Fall hat der Hersteller gesagt, 50 Stunden Spielstunden. Also 50 Spielstunden. Und Tales of Berseria, das im August rauskommt, das hat 80 Spielstunden. Und ich habe das Gefühl, ich werde da nie fertig werden. Oh Gott. So Leute, danke fürs Zuschauen, fürs Kommentieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Zert.